Einen wunderschönen guten Abend, ihr Höhlenförscher. Wir sind hier noch an diesem Ort, Surprise, Surprise, wo wir letztes Mal geendet haben. Ich finde es hier ultra mysteriös. Aber ich glaube tatsächlich, ist so ein bisschen Schnee. Titan? Das ist. Dangerous weather approaching. Seek Ja. shelter. Ich sehe nichts, das ist so ein bisschen das Problem. So, Wasser ist doch ein gutes Shelter. Ui. Das ist das Vieh, was wir eben schon gesehen haben. Nope. Flucht. Also die sind eher aggro. Und die verfolgen einen. Könntest du mal nicht? Aber ich meine, dafür, dass der Meinung war, er muss uns einmal hart auf. Oh. Er kennt einen anderen Weg. Dafür, dass der Meinung war, er muss uns hart auf die Fresse hauen, weiß er auf jeden Fall. Ne, geht's uns noch gut? Sagen wir es mal so. Oh, Baby-Pinguin. Nein, wir bringen ihn nicht wieder um, keine Angst. Wir müssen auf jeden Fall ins Wasser springen, sobald es hier eisig wird. Oder in eine Höhle. Nope, nicht in diese Höhle, so wie es aussieht. Dann sollten wir mal kurz zurückgehen. Nope. Mach mal nicht jetzt. Nein. Ja, mir ist kalt. 40% Wärme. Ich gehe da hoch. Da war irgendwo eine Höhle. Gib mir Sicherheit. 30%. Oh, hier wird es wieder warm. Okay. Gott sei Dank. Also mit den Viechern ist nicht zu spaßen. Wir haben hier aktuell auch nichts, mit dem wir uns heilen können. Das ist Eis, da sollten wir vielleicht nicht drauf springen. Ich dachte kurz, das wäre Wasser, aber ist es nicht. Aber jetzt sehen wir hier zumindest mal was. Also da hinten ist eine krasse Höhle von krassen Viechern. Das ist doch schon mal gut. Aber ohne Life-Saving, aka Heal-Packs, sollten wir hier vielleicht nicht zu nah an die Viecher rangehen, weil der ist auf uns losgaloppiert, hat seine Warwick-Ult angemacht und uns hart auf die Fresse gehauen. Könnte auch ein Wolibär sein. Okay. Hier war also aber auf jeden Fall. Können wir die bitte abhören? Wir brauchen mehr Fackeln. Hallo, hey Sam. Oh, hey there, Pengling Buddy. Hi Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Okay, okay. Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. Also, wir sind ein Hydra-Kopf. So wie es aussieht.
Und Sam war der andere Hydra-Kopf. Ja. Also scheinbar, hier gibt es intelligentes Leben, das haben auch die erkannt. Und das ist etwas, was uns interessieren könnte, weil wir sind diese Schwester. Was bist du? Das sind so Scanner. Die scannen hier irgendwas. Ich habe meinen Scanner auch ausgepackt. Ist ja klar. Warum ist hier so ein krasser Schatten? Ich hätte jetzt gerne eine Wärmequelle. Den nehmen wir mit für Gratis-Titan. Also so ein Schneefuchs. Der wäre auch für... Bitte lass da nichts Tödliches sein. Okay. Whee! What the hell? Alles funkelt. Voll geil. Was ist das? Silbererz. Nehme ich. Das funkelt natürlich, weil hier alles Eis ist, ist ja klar. Und Silbererz. Da oben ist ein Warwick. Ah, wobei, Woli passt eher. Da ist noch ein Woli. Wir sollten uns vermutlich nicht zu sehr nähern, weil ich glaube, die machen dann kurzen Prozess. Also mit uns. Die sind, glaube ich, nicht so auf die Freundschaft aus. So ein Schneefuchs. Der könnte uns helfen, das Ganze hier zu erkunden. Oder auch so Pinguine. Einfach weil die vielleicht nicht direkt angegriffen werden. Weil die Wolis denken, das wäre... Es ist natürlich... Ja, ich würde ja gerne Shelter seeken, aber ich würde vor allem gerne wieder nach Hause. Das Problem ist, da muss ich an den Bären vorbei. An den Wolis. Und ja... Ich weiß nicht, ob das so der gesündeste Weg ist, weil, wie gesagt, noch einmal so ein Woli-Kontakt. Und wir sind dann. Hier geht's nicht weiter, scheiße. Oh, da ist eine Wärmequelle. Kurzes Aufwärmen. Wobei das Aufwärmen hält auch, ich sag mal, mehr oder weniger produktiv. Ich meine, das ist heißer Wasserdampf. Das heißt, der macht uns feucht ohne Ende. Und dann sind wir wieder in der Kälte. Das kann ja eigentlich nicht so gesund sein. Guck mal, da kommt doch gleich bestimmt was raus. Da kommen wir aber nicht hoch. Dann gehen wir nochmal kurz in unser Loch hier rein. Rupp. Und wärmen uns auf. Ja, alles cool, es wird ja wieder warm. Entspann dich. Hätten wir jetzt mal einen Kaffee dabei, ne? Aber nein. Haben wir nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie da unten entlang kommen. Ohne, dass wir direkt hier geultet werden. Oh. Da ist doch das, was wir brauchen. Ein paar schöne Feuerschoten. Dann ist die Kälte zumindest schon mal kein Problem mehr. Hier war doch eben was. Ah, Kupferversorgung ist ja noch ganz gut gerade. Die Wolibären sind eher das, was mir Sorgen macht. Hier ist irgendwas Großes gestorben. Nope. Wir können auch darüber gehen, dann sind wir wieder bei 4 Robotik. Das finde ich vielleicht sympathischer.
Das sind vielleicht keine Wodibären. Vorerst. So. Sehr schön. Aber ich glaube, hier war nicht die Brücke. Kann das sein? Kann das sein, dass die Brücke bei Station 0 war? Wir snacken jetzt mal hier eins. Da liegt ja noch eins. Ah ne, ist verfault. Mach mal nicht. Gab es hier irgendwas, was wir aufsägen müssen? Das können wir jetzt ja auch mal gucken, wenn wir schon hier sind. Hier ist so eine Fuchsstation. Also ein Schwebefuchsteil. Aber ich meine, hier gab es nichts mehr, was wir auflöten müssen. Nope, nope, nope. Hier war schon offen. Genau, hier ist das kleine Aquarium. Leider natürlich auch ohne Strom. Fenster grundsätzlich eigentlich ganz nett, wenn wir hier was hinbauen könnten. Gut, hier gab es nichts. Fände es ja cool, wenn man diese Spinte aufflexen könnte. Ah, sind wir da jetzt? Komm mal nicht ran. Schön in so eine Eishöhle reingebaut. Ein Gabelstabel. Jetzt habe ich dauernd Angst, dass hier irgendwo so ein Woli auftaucht. Toll. Wir müssen irgendwie rüberkommen zur Station 0. Hello there. Is it me you're looking for? Erstmal ein Behälter geklaut. Ist alles ein bisschen schräg. Ist da was drin? Nein. Kein Kaffee am Start? Hätte ja sein können. Ein verfaulter Bumerang. Wer hat den wohl hier gelassen? Schade, können wir nicht interagieren. Und hier kommen wir auch nicht raus. Oh, gratis Plakat. Man muss die Plakate nehmen, wie sie kommen. Ganz klare Sache. Das ist stabil. Hier können wir langlaufen. Genau, und hier ist das Portal. Gut, aber wir müssen wieder raus, weil hier ist nicht der Ort, wo wir unsere Hydrauliköl-Patrone einsetzen wollen. Haben wir was Essbares? Was Trinkbares? Nee. Natürlich, sobald wir rauskommen, fängt es an zu hageln. Aber wir könnten natürlich mal kurz nochmal da reingehen. Da sind wir ins... Ah, hier drin hagelt es auch. Signalmanager. Notversorgungsplan, kaputtes Kabel, Tischkocher, Gartenbest, Landeplatz, Pilotin, Ursprung, die machen wir mal auf Rot. Gelb, Grün, Grün. Landekapsel, Erbauer, 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 Erbauer. Okay, wir haben keinen Punkt für die Station 0. Das werden wir ändern, sobald wir da sind. Wenn wir denn mal da sind, Wo zur Hölle ist... Da drüben irgendwo. Da, in die Richtung müssen wir. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass kein Wolibär kommt. Man ist nur ein halber Kilometer. 15 Minuten Laufweg. Nein, nein, Wolibär. Ja, dann gehen wir halt eher darum.
Der war da drüben irgendwo. Das heißt, wir gucken mal hier rein. Ist das da oben einer? Nein, das sind Feuerschoten. Liegen überall Knochen. Was bist du denn? Magnetit. Inventar voll. Dann essen wir was. Es gibt sogar Nahrung und Wasser. Ja, was will ich denn mehr? Da komme ich jetzt nicht dran, oder was? Weil die Arme zu kurz sind. Nope, 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 nope. Der versperrt mir aber auch sehr kunstreich den Weg. Aber er kann nicht klettern. Gleich steht er hier oben. Doch, kann ich! So, dann gehen wir halt wieder hier oben entlang. Wenn unten Wasser ist, ist es ja ganz cool, weil dann können wir einfach reinspringen. Es wäre ja sehr gediegen. Da könnte man den Höhlenweg gehen. Oh, das sieht aber auch schon mal gut aus. Wärme. So. Noch 200 Meter. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Na toll. Kann ich mich nicht in so eine Pinguinkolonie stellen und wir wärmen uns gegenseitig? Please, there is no woolly bear. Hypothermia imminent. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch hinter mir war, aber ich hatte Angst davor. Mit Schneefuchs haben wir ja schon, die schubsen mich einfach durch die Gegend. Das ist okay, Freunde. Ah. Also. Das sind tatsächlich... ist das der Ort, wo wir anlegen können, hier drin? Ich weiß nicht, warum man hier unbedingt anlegen sollte, weil wir hatten schon mal bessere Wege. Muss ich mal so sagen. Aber wir haben es geschafft, wir haben überlebt, wir sind da rausgekommen. Wir haben die Wolibären auch näher kennengelernt, auch wenn wir sie nicht scannen konnten. Wären die nicht so hoch aggressiv gewesen? Hätte ich es ja versucht. Sag ich mal. Hier sind wieder unsere Mini-Augen. Ups. Wir könnten natürlich auch mal gerade unsere Sehbahn ein bisschen reparieren. Vielleicht sollten wir dafür auch das Reparaturwerkzeug in die Hand nehmen, klar. Aber machen wir einfach mal. Das heißt, sollten wir Magnetit brauchen, denke ich mal, können wir auch einfach an die Station gehen und mit unserem Suchgerät suchen. Schöne Unterwasserwelt. Muss man einfach mal so sagen. Vielleicht sollten wir uns auch diesen Schubkraftverstärker mal bauen. Ich dachte, das wäre irgendein Riesenkrebs. Weil, auch wenn wir nicht den extra Schub brauchen, könnte ich mir vorstellen, dass der uns dann trotzdem schneller macht. Also ich meine, ein LKW hat ja auch wahnsinnig viel PS, aber weil halt hinten einfach Tonnen dranhängen, ist der nicht so schnell. Aber wenn der keine Tonnen dran hat, also kein so Anhänger, der beladen ist mit schweren Dingen,
Dann sind die ja fucking schnell. Da gibt's ja Rennen tatsächlich. Müssen wir uns das hier erstmal. Bauen wir mal hier eine Runde raus. Hier ist ein Anleger. Ist das der Anleger, wo wir. Ist doch der Anleger, wo hier auch die Wodis waren. Bin ich falsch abgebogen in dem unterirdischen Wirrwarr. Toll. Ganz großes Kino. Wir sind gefangen. Wir tauchen einfach mal wieder ab in die Dunkelheit. Und... Ja, an dem sind wir ja auch abgetaucht vorhin. An denen kann ich mich erinnern. Also was heißt vorhin? Vor ein, zwei Folgen. Nicht, dass unsere Seebahn jetzt hier feststeckt, mehr oder weniger. Da müssten wir eine neue bauen. Igidigit. Aber gut, all das wird nicht mehr diese Folge passieren, weil diese Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr geht's weiter. Bleib gesund, hau rein, bye bye.